Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute den Anzeigenhauptmeister an, das Spiel. Aber vorab natürlich ein kleiner Disclaimer. Dieses Spiel ist als humoristische und satirische Darstellung zu betrachten. Als Entwickler dieses Spiels möchten wir klarstellen, dass wir uns entschieden von jeglichen Beleidigungen, Handlungen gegen den Anzeigenhauptmeister distanzieren und diese verurteilen. Beleidigungen oder negative Handlungen gegenüber den Anzeigenhauptmeister sind nicht in unserem Sinne und entsprechen nicht unseren Werten. Nun klar. Ja, und da sind wir auch schon im Hauptmenü. Der Anzeigenhauptmeister. Könnt ihr euch kaufen bei Steam für 4,99 € aktuell. Und wir können hier dementsprechend den realen Alltag des Anzeigenhauptmeisters, Aleandes, Niklas, irgendwas, wie auch immer ist, dementsprechend nachspielen. Das Ganze basiert auf der Unreal Engine 5. Wer hätte es gedacht? Krass. Schauen wir uns mal die Einstellungsmöglichkeiten an. Wir können die Audio und die Qualität einstellen. Auflösung nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so wirklich 2K-Auflösung hier ist, sondern irgendwie Full HD auf 2K irgendwie geklatscht. Ganz weird. Aber naja, auf jeden Fall, wir können das Audio einstellen. Ich habe das Ganze schon mal gemacht. Es gibt sogar Stimmen, aber leider nicht original. Hier haben wir wieder einen. Ne? Aber egal. Qualitätseinstellung auf episch versteht sich. Und wir haben sogar Fähigkeiten, die wir skillen können. Biker, Läufer, Delikte und berüchtigt. Aber dafür brauchen wir Kohle und wir haben aktuell noch keine Kohle mit dazu. Und es gibt sogar noch eine Rangliste, die wir hier sehen können, wie viele Bußgelder jeder hier eingebracht hat. Ne? Die Real Ignus TTV ist auf Platz 1. Scotty, der das Ganze entwickelt hat oder programmiert hat im Endeffekt, der ist nur auf Platz 3. Ei, Wahnsinn. Gut, schauen wir uns das Ganze an. Wir gehen auf Starten und hoffen, dass wir nicht aufs Maul kriegen. Ne? Das wäre ja dementsprechend die Art. Im Menü findest du die Weltrangliste. Naja. So, gucken wir mal. So sieht's aus auf Episch. Ah ja, es regnet auch und wir sind irgendwo in einer, ja, ist schon mal auf jeden Fall halbwegs ein deutsches Setting. Es ist 15 Minuten haben wir Zeit, um hier Dings zu machen. Absteigen, Shift ist Rennen und dann schauen wir mal im Endeffekt hier noch rein. Was haben wir hier noch? Die Karte mit M? Oh, so gar nicht mal so eine kleine Karte. Smartphone, rechte Maustaste halten, Foto, linke Maustaste. Gut, schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben schon mal auf jeden Fall einen PKW, der ja nicht richtig abgestellt ist. Da machen wir mal ein Foto. So, wähle das Vergehen. Parken weniger als 5 Meter vor der Kreuzung. Einmündung parken über einen Schachtdeckel. Nicht platzsparend parken. Naja, es ist ja eigentlich eher so kreuzungsmäßig, ne? Also. Das ist nicht richtig. Naja, stimmt. Das, aber den Rest konnte ich in dem Falle nicht auswählen. Er steht aber, obwohl, ist ja Parken erlaubt? Nee, nur von da bis da. Also von daher ist das eigentlich keine Verkehrszünder zu erfassen. Ah, egal. Na, dann steigen wir einfach mal auf. Auf zum nächsten Sünder. So, Parken von hier bis da ist erlaubt. Das haut ja dementsprechend so weit hin. Vielleicht ist das auch einfach vollkommen in Ordnung. Aber hier haben wir doch schon den nächsten. Ne? Das geht ja dementsprechend gar nicht hier. Da machen wir natürlich ein Foto. Noch nicht erworben. Parken weniger als 5 Meter. Nicht Platz sparen geparkt. Warum kann ich? Also hier ist das Vergehen. Parken über einen Schachtdeckel oder sonstigen Verschluss. Stimmt. Parken über Schachteln und so. Ja, haben wir doch dementsprechend richtig gemacht. Und guck mal hier. Hier parkt der in der zweiten Reihe. Das kann man ja auch gar nicht machen. Und noch einer. Sehr schön. Nicht Platz sparen geparkt wäre das dann dementsprechend, ne? Oh nein. Okay, haut auch nicht hin. Warum habe ich den Rest? Kann ich den Rest noch nicht erwerben oder kann ich ihn noch nicht nehmen? Und weiter. Ist natürlich jetzt nicht im Sinne der eigentlichen Geschichte. Na guck mal, der parkt doch schon wieder hier über einen Gullideckel. So nicht, Freundchen. Das kommt dem Staat zugute. Ja, es kommt dem Staat definitiv zugute. Normalerweise müssten wir den anderen. Ja, da steht Polizvieh. Ist richtig. So. Ich würde hier viele noch anzeigen. Oh gut, machen wir halt dementsprechend hier unten weiter. Vielleicht ist das auch alles STVO-konform. Man weiß es ja nicht so genau, obwohl der hier nicht. Das sehe ich da jetzt schon. Genau. Haben wir hier wieder einen Verschluss. Weiter geht's.
Und da haben wir doch schon wieder den nächsten. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Menge zu tun. Den habe ich jetzt erfasst. Da steht Polizvieh. So. Auch schön, wie wir auch hier einen Spiegel und alles dementsprechend mit drin haben. Ja, haben wir schon wieder den nächsten. Also wir können aktuell noch nicht allzu viele Verstöße hier. Noch nicht so allgemein viele Verkehrsdelikte momentan begutachten. Ja. Das ist halt aktuell nur erstmal da drauf zu sehen. Wieder eine Glühbirne mehr. Ja, aber wir haben schon mal 60 Euro mit angenommen. Ah, guck mal hier, den können wir doch. Den können wir doch anzeigen hier. Das gibt eine Anzeige. Sehr schön. Auf zum nächsten Sünder. Na, kann man auch mal ein bisschen hier und ein bisschen da was machen. So, dann radeln wir mal hier weiter. Können wir auch mit dem Fahrrad schneller radeln. Mit dem schneller radeln, mit dem Fahrrad geht nicht. Wie gesagt, hier kann ich es noch nicht beanstanden. Hier, das ist zum Beispiel falsch geparkt, kann ich aber nichts machen, weil ist ja noch nicht freigeschaltet. Aber dafür können wir den nächsten hier nehmen. Hier haben wir wieder einen. Weil, wie gesagt, noch nicht erworben. Also, von daher müssen wir das Ganze dann, denke ich mal, im Hauptmenü dann durch Kohle, denke ich mal, freischalten. Dass wir dann wiederum neue Strafvergehen irgendwie reinkriegen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich finde es aber gut, dass der Spiegel wenigstens funktioniert, ne? Also, hat man ja auch dementsprechend schon schlimmer gesehen. Aber das haben wir hier vorne, das geht ja gar nicht. Na, das ist ja mal wieder hier nicht Platz sparen geparkt. Gut, ist angeblich nicht korrekt. So, und hier ist Feierabend. Finde ich gut. Hier geht's nicht weiter. Machen wir halt dementsprechend hier wieder. Verpiss dich. Auch schön mit KI-Stimme. Hört man ja glücklicherweise auch gar nicht. Aber man kann vom Fahrrad aus leider keine Fotos machen für jetzt Batman. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal 8 Strafdinger vergangen und haben schon mal 80 Euro eingenommen. Ist ja schon mal besser, als nichts. Wie habe ich den hier schon? Ich glaube schon, oder? Ja, der. Weiter. Ja, ja. Machen wir weiter. Your ad here. Das freut mir. So, dann müssen wir dann irgendwie mal wieder hier nach unten eiern. Es hat auch erstmal wieder aufgehört mit Regnen. Wir haben noch 9 Minuten Zeit. Den haben wir ja schon. Dann müssen wir mal nach hier unten irgendwie weitermachen. Ist so ewig langsam das Fahrrad, ne? Also wirklich ewig, ewig langsam. So. Dann stellen wir mal das Rad hier ab. Gehen wir mal zu Fuß in dem Falle weiter. Vielleicht findet sich auch irgendwas auf dem Parkplatz hier. Man weiß ja nie. Aber ne, sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, den kann ich hier eh nicht belangen. Den kann ich genauso wenig belangen, weil zum nächsten Sünder. Ist, obwohl, steht er hier auf dem Gullideckel. Hast du Langeweile? Gucken wir mal. Nö, der steht mal nicht auf dem Gullideckel. Dann kommen wir nur hier. So, dürfte ich mal, danke. Dann kommen wir hier noch, aber der steht auf dem Gullideckel, das sehe ich doch. Und noch einer. Wieder was für die Stadtkasse. Weiter geht's. Ja, haben wir mal wieder was für die Stadtkasse im Endeffekt getan. So, da haben wir eine Sackgasse und dann geht es hier hinten dementsprechend so weiter. Aber wir fahren dann erstmal kurzerhand in die Sackgasse hinein und dann habe ich da auch schon wieder den ersten Sünder hier. Oder den nächsten, sagen wir es mal eher so. Ein bisschen weiter weg. So. Auf zum nächsten Sünder. Und dann haben wir dementsprechend schon mal 10 Anzeigen erfolgreich erstellt. Da gibt es dementsprechend auch eine, ein Dings hier, eine Errungenschaft. So, da haben wir den nächsten. Das gibt eine Anzeige. Davon können die sich eine Glühbirne kaufen. Na, davon können die sich eine Glühbirne kaufen. So, den Rest kann ich, wie gesagt, noch nicht anzeigen. Ja, wir kommen hier sogar mit dem Fahrrad durch. Wie bitteschön. Ne, wir kommen hier nicht mit dem Fahrrad durch. Also eigentlich schon, aber Spiel will nicht so. Gut, dann müssen wir uns da vorne dementsprechend wieder rechts halten. Was willst du auch anders machen? Ich gebe mal so zu, so wirklich aufregend ist das Spiel jetzt nicht. Zugegebenermaßen. Aber, naja, man kann ja auch bekanntermaßen nicht alles haben, ne? So, hier ist auch wieder eine Sackgasse. Überall alles voller Sackgassen hier. Hm, aber hier komme ich hier wenigstens durch, aber hier hinten sieht es auch nicht. Ne, hier ist auch Feierabend. Gucken wir uns mal kurz auf der Karte an, wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier, da und dann noch da oben. Also allzu viel. Warte mal, ich bin jetzt hier, da ist Sackgasse. Achso, da ist auch
von da aus sind wir gekommen. Genau, da war ja der Start. Da geht es dann nach da, nach da, nach. Also groß ist die Welt gar nicht. Sah jetzt auf der Karte auf jeden Fall deutlich größer aus, als es am Ende des Tages war. Aber angeblich, warte mal, hier war ja der Parkplatz. Von hier oben sind wir gekommen, dann geht das hier runter und dann geht's weiter. Das heißt, wir könnten theoretisch gesehen einfach noch wieder hier nach oben. Und könnten dann hier geradeaus weiter nach oben machen, da kommen wir wieder zum Start. Weil ich glaube, hier sind wir, naja gut, das sind ja Fußgänger-Dinger, da kommen wir ja so oder so nicht durch. Aber warte mal, haben wir den schon hier? Ja, den hatten wir auch schon. Also eigentlich habe ich eigentlich... Polizvieh ist richtig. Da haben wir ja eigentlich alles hier schon... Ja, von hier aus sind wir ja gekommen. Alles eben mal durch, gucken wir mal. Genau, wir bewegen uns jetzt Richtung Start. Wir könnten uns am Start nochmal ein bisschen weiter weg bewegen, theoretisch gesehen. Also vom Startpunkt aus nochmal in die andere Richtung radeln. Hier, genau, hier sind wir jetzt gestartet. Da ging es ja hier runter, da runter, hier rüber. Dann bewegen wir uns jetzt einfach mal hier hin. Und gucken wir mal, ob es hier ein bisschen besser aussieht. Fängt auch wieder an mit Regnen, so wie es mir ausschaut. Und da haben wir doch schon mal den nächsten. So nicht, Freundchen. Weiter geht's. Sehr schön. Auch wenn ich, wie gesagt, aktuell nur gefühlt ein Vergehen, beziehungsweise zwei Vergehen, oder drei Vergehen, was wir ja zur Auswahl haben, anzeigen kann. Da soll dann das Level-System dementsprechend ein bisschen mit reinschallern. Aber ne, gut. So. Naja, dann fahren wir einfach mal hier lang. Weil gerade die ganzen Autos, die hier so auf der Kippe stehen und alles, wird ja alle anzeigen. Aber es geht ja nicht. Na, die stehen alle hier nicht wirklich richtig. Ist ja nirgendwo ausgeschildert, dass man hier parken darf. Gucke an, haben wir nächsten. Gesetz ist halt Gesetz. Auf zum nächsten Sünder. Ah, nee, die haben es diese so freigelassen. Offizielle Park. Ah, hier, guck mal, nicht platzsparend geparkt. Sehe ich doch sofort. Davon können die sich eine Glühbirne kaufen, da steht Polizvieh. Na, Schachtdeckel ist ja nicht zu sehen. So, stürmt aber ein bisschen hart hier, ne? Obwohl manchmal die Wetterdinger hier arg hin und her schwanken. So. Weiter. Sehr schön, haben wir schon mal 150 Dollar oder Euro in dem Falle hier. Ah, ja, warte, sagen wir mit den Texturen. Yes. So, gucken wir mal. Hier, das ist nicht platzsparend geparkt. Das kommt dem Staat zugute. Das kommt dem Staat zugute, ist richtig. Das sieht auch alles gut aus. Guck mal, hier auch nicht platzsparend geparkt. Gibt's gleich nochmal. Können wir gleich nochmal abkassieren. Guck mal, hier der nächste. Schlimm. Ich tue was für die Allgemeinheit. Ey! Gib es zurück. Du hast mein Smartphone wieder. Da hat er einmal mein Smartphone geklaut. Ist ja schlimm. Vor allem, wo kam der auf einmal her? Da steht Polizvieh. So. Dann bewegen wir uns einmal wieder weiter hier hinter. 180 Euro. Haben wir da schon mal dementsprechend wieder neue Verkehrssünden freischalten können? Es ist halt. Naja. Das ist die Frage aller Fragen. Aber wir sind da jetzt rechts rum. Ne, links rum. Jetzt fahren wir einfach mal geradeaus weiter. Mal gucken, wo es da noch mit hingeht. Ich sage ja, aufregend ist hier dementsprechend anders. Aber vielleicht kommt das auch erst mit den erweiterten Level-Geschichten. Ich weiß es nicht. Ah, guck mal, hier ist ja ein riesen Parkplatz. War schon gar nicht drauf. Da könnten wir ja eigentlich schon noch abkassieren. Sehr schön, zum Beispiel hier. Sehr schön. Das sieht gut aus. Stimmt, diese riesen Parkplätze, die habe ich natürlich unten komplett ignoriert. Und noch einer. Und der nächste, ja. Gibt eine Anzeige. Sehr schön. So nicht, Freundchen. Den habe ich jetzt erfasst. Ja, der Rest sieht doch hier ganz gut aus. Mal gucken hier drüben. Na, guck mal, hier haben wir noch einen. Und noch einer. Wieder.
wieder eine Glühbirne mehr. Und da haben wir hier noch jemanden. Perfekt. Wieder was für die Stadtkasse. Sehr schön. Naja, da kann man, also auf den Parkplätzen kann man auf jeden Fall noch ganz gut sammeln. Ach, ist aber heute auch ein Schiedwetter, ne? Weiter geht's. So, das kann ich alles nicht anzeigen. Von hier aus sind wir gekommen von rechts. Also machen wir jetzt hier mal geradeaus weiter. Hier ist kein Gullideckel. Hier auch nicht. Nein, aber der steht theoretisch falsch. Aber wie gesagt, das verging. Kann ich leider nicht handeln. So. Und hier geht's ohne weiter, weil hier ist bekanntermaßen eine Sackgasse. Schön. Dann können wir die Runde beenden. Jawohl. Neuer Highscore 240 Euro haben wir eingenommen bei 24 Anzeigen. Zurück ins Hauptmenü. Na bitte, na danke doch, würde ich sagen. So, und jetzt kann ich in der Fähigkeitsliste Läufer, Delikte, schalte neue Tatbestände zum Auswählen frei. Costa Quanta 100. Und für mein Bike kann ich auch irgendwas freischalten. Erhöhe die Geschwindigkeit auf dem Fahrrad 5%. Erhöhe die Geschwindigkeit zu Fuß um 5%. Dir wird mit 3% Wahrscheinlichkeit, das Smartphone geklaut. Ah ja. Warum man das auch immer freischalten sollte. Okay, der nächste kostet schon 1000. Dann werden wir einmal das Fahrrad im Endeffekt aufpimpen. Weil, nee, sonst war das. Ich gehe mal davon aus, wir haben nur diese eine Welt. Oder sagen wir mal eher gesagt, diese eine Straße. So, was können wir denn jetzt hier an Tatbeständen neu erfassen? Das ist nämlich jetzt so die Frage. Aber wir schwingen uns dann erstmal wieder aufs Fahrrad. Gehen wir mal hier so hin. So, parken weniger als 5 Meter hinter Kreuzung, parken über Schachtdeckelverschluss, verbotswidriges Parken auf linker Fahrbahnseite, linken Fahrbahnstreifen, nicht platzsparend geparkt, parken im absoluten Halteverbot. Ah ja, verstehe. Naja, ist das dann hier falsch? Ist das eine Einbahnstraße? Das ist so die Frage. Seitenstreifen? Den habe ich jetzt erfasst. Ah ja. Sehr schön. Also das hier, das wiederum ist okay, aber auf der anderen Seite, ne. Ah ja, verstehe, verstehe. Na dann. Auf zum nächsten Sünder. Und machen wir weiter. Guck mal, da haben wir wieder so einen Schachtdeckel hier. Und weiter. So, und jetzt ist die Frage, ist das, Arbeit, du Vogel. Ist das jetzt Parken im absoluten Halteverbot? Das ist nicht richtig. Da Nein. steht Polizvieh. Gut. Dann halt nicht. Aber ach, das könnte das Kreuzungsgedöns hier sein, ne? Hinter einer Kreuzung. Gut. Ich kann aber immer nur ihn dementsprechend belangen, ne, alle. Deswegen. Ja, ja, ey. Weiter geht's. Guck mal hier. Parken im absoluten Halteverbot. Das geht natürlich nicht. Verdammt. Warum? Steht er ja da. Absolutes Halteverbot für links und rechts. Okay. Weiter. Dann halt nicht. Ist auch okay. Schlimmer, manchmal weiß das Spiel selber nicht so wirklich, was es will. Auf zum nächsten Sünder. Wahnsinn. Hau ab, du Vogel. Ah ja. So. Der steht auch falsch. Obwohl, das ist rechts. Aber egal. Also von mir aus links, aber... Naja, egal. Es passt soweit. So, gucken wir mal hier. Vielleicht ist das jetzt das absolute Halteverbot. Oh nein. Nein. Also für mich ist es eine Feuerwehrzufahrt, aber gut. Dann halt dementsprechend nicht. Ist okay. So, der steht mehr oder weniger. Ja, aber den kann ich auch anzeigen. Aber warum? Ich versuch mal den Tatbestand. Das ist nicht richtig. Sag ich doch. Warum kann ich dann überhaupt vor der Schlippe? Das ist dann nochmal was anderes, weil Halteverbot ist es auch nicht. So, hier unten ist eh wieder Feierabend. Ah, guck mal, hier haben wir wieder einen Verschluss. Das gibt eine Anzeige. Sehr schön.
Der ist nicht platzsparend geparkt. Und der hier, tja, der steht auch nicht im Halteverbot, der steht halt einfach hier. Das ist einfach nur rechtswidriges Parken. Aber kann ich nicht anzeigen. Huch, weiter bitte. Abbrechen, danke. Gut. Weiter geht's. Dann drehen wir einmal wieder rum. Mein Gott, wie aufregend. Also, das soll natürlich noch ein funny Game sein, ne? Ist klar. Man sieht jetzt auch, ich weiß nicht, wie viel Entwicklungszeit hier reingeflossen ist. Aber an sich, für so eine kleine Dings, ein paar Autos, ein Fahrrad. Und dann verließen sie ihn dementsprechend auch schon wieder. Irgendeiner hat hier Werbung gebucht. Ne? Also, mit Your Ad hier. Also wird schon noch irgendeiner dafür begeistert haben, dafür Geld auszugeben. Aber egal. Dann gehen wir mal hier weiter. Guck mal, das ist doch. Ist das nicht das Halteverbot? Das gibt eine Anzeige. Davon können die sich eine Glühbirne kaufen. Hm, sag ich doch. Guck mal, hier der nächste. Gesetz ist halt Gesetz. Auf zum nächsten Sünder. Sehr schön. Na, dann hätten wir das mit dem Halteverbot dann dementsprechend auch mal mitgeklärt. So, da haben wir ja den nächsten. So, dann ist der hier eigentlich der nächste. Verdammt. Aber akzeptiert er halt auch nicht, weil weiter. Das theoretisch nicht der Tatbestand ist. Ah, naja. Ah, guck mal, hier haben wir schon mal den nächsten. Hier haben wir wieder einen. Da steht Polizvieh. Und hier ist dann auch schon wieder Ende. So, mal so gucken, nicht, ob Freundchen. Das dann hier halt hinhaut. Oh nein. Haut auch nicht hin. Okay. Weiter geht's. Wer weiß, was das wiederum ist. Vom Dings her. Aber hey, wir haben schon mal 200 Euro. Das ist ja schon mal, besser als nichts. Ne? Und wenn wir jetzt 1000 brauchen, um die nächsten Tatbestände dementsprechend hier rein zu pumpen. Aber naja. Aber ist das Fahrrad jetzt schneller geworden? Na gut, 5%. Was sind 5%? Kann man darauf an, wie schnell das Ding vorher war. Ne? Aber wir radeln jetzt erstmal dementsprechend durch. Wir haben jetzt schon mal 12 Anzeigen. Ne? Das wird definitiv mehr. Es wird definitiv mehr. So, hier haben wir glaube ich eh alles schon festgestellt. Dann machen wir dementsprechend hier weiter. Und da haben wir doch schon wieder den nächsten. Verpiss dich! Hier haben wir wieder einen. Wieder eine Glühbirne mehr. Wieder eine Glühbirne mehr, ist richtig. Und noch einer. Und dann machen wir das hier. Wahnsinn. Komm, rein mit dir. Gut. Dann den kann ich sowieso nicht machen. Kann ich den hier machen? Das ist nicht richtig. Nee. Da steht Polizvieh. Dann kann ich den auch nicht machen, aber ich kann den nächsten wieder machen. Das gibt eine Anzeige. Tu was auf für die allgemeinen Sünder. Den kann ich ja noch nicht anzeigen. Das kommt dem da Staat zu Polizvieh. Ja, haben wir einen Deckel. Und noch einer. Wieder was für die weiter Stadtkasse. Geht's. Boah, machen wir auf jeden Fall ordentlich. So, hier kann ich eh nichts machen, weil wird er ja eh nicht akzeptieren. So. Verdammt. Warum? So nicht, Freundchen. Ich tue was für die Allgemeinheit. Und weiter. Ach so, nee, weil also das stimmt, die haben die Parken. Hier haben wir wieder einen. Das kommt dem Staat zugute. Das ist richtig. So. Wieder eine Glühbirne mehr. Der parkt wiederum richtig. Ah, so, machen wir weiter. 20 Anzeigen haben wir jetzt schon hier gemacht. Wie gesagt, hier kann ich eh nicht. Platz sparen geparkt hier. Ja. Sieht auf jeden Fall nicht nach Verbot aus. So, Verschluss. Da steht Polizvieh. So, aber hier unten haben wir wieder den großen Parkplatz. Gesetz ist halt zum nächsten Sünder. So, stelle ich mal mein Fahrrad hier ab. Da haben wir erstmal den hier. Dann erfasse ich ihn doch. So, dann gucken wir mal, ob wir hier alle Platzsparen geparkt haben. Ich sehe nämlich hier den schon wieder nicht. So nicht, Freundchen. Davon können die sich eine Glühbirne kaufen. So, passt nicht. Das gibt eine Anzeige. So, mein nächsten hier. Den habe ich jetzt erfasst.
Und dann habe ich schon mal die Errungenschaft, dass ich 50 Anzeigen ausgestellt habe. Ei Wahnsinn, Junge. Guck mal, haben wir den nächsten Sünder. So, dann haben wir hier hinten noch einen. Sehr schön. Und dann haben wir den noch, ja. Obwohl, den habe ich schon, oder? Ja. Ja, den hatte ich schon. Gut, dann gucken wir mal hier weiter. Den hatten wir auch schon. Das scheint mal alles hart zu... Nee, ja doch. Aber der nicht. Hier, sehe ich doch. Hier haben wir wieder einen. Wieder was für die Stadtkasse. Und haben wir den nächsten. Das gibt eine Anzahl. Eine Glühbirne mehr. Wieder eine Glühbirne mehr. Hier haben wir Gullideckel. So nicht, und der Rest passt. Wir können uns ja, wie gesagt, auch hier zu Fuß bewegen. Ne? Wir müssen ja nicht unbedingt auf dem Fahrrad. Wir sind zwar auf dem Fahrrad schneller. Bekanntermaßen. Aber ansonsten... Das gibt eine Anzeige. Na, ein bisschen falsch geparkt hier, würde ich sagen. Hm, ne, das geht sogar. Und ist sogar kein auf dem Halteverbot hier mit dazu. So, aber hier haben wir schon wieder die Verschlussgeschichte. Der steht falsch. Der steht falsch. Hier haben wir wieder einen. Davon können die sich eine Glühbirne kaufen. Da kann ich nichts machen, weil Tatbestand noch nicht ermittelt hier. Ich tue was für die Allgemeinheit. Dann haben wir hier Verschlussgeschichte. Moment, der steht falsch. Gesetz ist halt Gesetz. Kriegen wir ja fast die 1000 Euro hier zusammen. Ist ja Wahnsinn. Das gibt eine Anzeige. Sehr schön. Und dann sind wir hier. Also komme ich hier zu Fuß durch oder ist hier nicht? Ich glaube, hier ist Scanner. Nee, das ist generell Map-Ende halt, ne? Da ist generell das Map-Ende. Jetzt haben wir schon 40 Anzeigen in der Runde hier verteilt. Das ist auf jeden Fall ordentlich, ordentlich, ordentlich. So, gehen wir mal einmal wieder hier nach vorne. Oder latschen eher gesagt nach vorne. Wir haben uns natürlich mit dem Fahrrad deutlich schneller mit dran. Aber egal. Na, selbst bei dem schlechten Wetter sind wir immer noch mit dabei. Also, manchmal frage ich mich, haben hier Leute wirklich Geld ausgegeben für die Werbung? Man fragt sich. Man fragt sich, man fragt sich. So. Aber hey, die Wettereffekte. Sehr nicht schlecht aus. So, gut, dann ziehen wir mal noch. Weiter. Such dir Arbeit, du hörst dich halt direkt, was ist das? Das ist halt KI-Stimmen, so, ne? Aber sind nicht die schlechtesten KI-Stimmen. Hatten wir schon schlimmer gesehen, schlecht gehört. Weiter geht's. Ah, dann haben wir doch gleich den nächsten hier, sag mal. Da steht Polizvieh. Der steht auch falsch. Und noch einer. Das kommt dem Staat zugute. So, was ist das hier? Das würde ich mal als nicht platzsparend auf zum nächsten Sünder nehmen wollen. War auch dementsprechend korrekt. Der steht richtig, der steht auch wieder falsch. Der, ach, ist doch schlimm, ist doch schlimm. Guck mal, der dahinter auch gleich wieder. Da haben wir gleich drei hintereinander. Davon können die sich eine Glühbirne kaufen. Ne, vier hintereinander. Sag mal. Das ist ja hier zum Abkassieren. Gesetz ist halt Gesetz. Sehr schön. Komm, 50 Anzeigen in der Runde, die schaffen wir ja definitiv. Da haben wir nämlich schon mal die nächsten zwei. Warum? Ich wollte gerade sagen, auf was da. Was für die Stadtkasse. So, das waren 50 Anzeigen. Fahren wir die Straße hier noch hoch, dann ist die Zeit dann dementsprechend Edloy rum. So nicht, Freundchen. Sehr schön. Und da vorne ist glaube ich dann hier eh wieder die Sackgasse. Da haben wir den nächsten. Weiter geht's. Aber auf die 1000 Euro komme ich nicht. Dafür sind es dann doch noch zu wenige. Aber den kriegen wir noch. Wieder eine Glühbirne mehr. Das ist richtig. Und damit würde ich die Runde beenden wollen.
Mein Highscore lag jetzt bei 240. So, 785, neuer Highscore 53 anzeigen. Wahnsinn. Naja, meine Süßen, wenn ihr 4,99 € übrig habt und denkt, Mensch, ein Skinner mir so langweilig, ich weiß nicht, was ich spielen soll, dann schaut euch doch gerne mal den Anzeigenhauptmeister an, wenn auch die, ich nenne es mal, der Inhalt, der Spieleinhalt doch übersichtlich ist, aber hey, wir können noch bis zu 5 Delikte, also bis noch insgesamt Dinger hier freischalten, um noch mehr Leute dementsprechend anzuzeigen, und ihr seht ja auch an der Rangliste selber, oder wir haben meine Freunde, ne, keiner meiner Freunde hat das Spiel, verstehe ich gar nicht warum, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ist das ja meine Freundschaftsliste? Na, ist es nicht. Sehr gut. Naja, aber ihr seht auf jeden Fall, ihr könnt hier viel Geld sammeln. Ja, wenn ihr richtig Bock dementsprechend drauf habt, ne? Deswegen, das mal zum Thema dazu. Ich glaube, mehr Folgen wird es darüber auch nicht geben. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann irgendwann wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es... Ach, Koch, Simulplays. Ah, frech. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ach, Joe auch. Also, was ist denn eine Frechheit hier? Bis dann, haut da rein. Tschüssikowski. Tschüss.